Also, nach einer Stunde sah das Ding bei mir so aus. Also es ist ungefähr eine Stunde um. Die rattern immer noch durch. Hier sieht man an der Kurve, ersten Stell bergauf, dann ging es wieder ab, wieder auf, dann wieder ab. Und jetzt ist die Tendenz wieder steigend. So, man kann hier erkennen, welche Fahrzeuge da genommen werden gerade. Die besten Modelle sind wirklich die, die tatsächlich aussehen wie Motorräder oder Autos. So. Gut, ich habe jetzt die Evolution, die Mutationsrate von 6 genommen. Ein Punkt mehr, also eine Evolution, eine Mutationsrate. Ich sage immer Evolutionsrate. Knall. Eine Mutationsrate mehr kann das Ergebnis schon total verändern. Ja? Ein Faktor nur anders und schon ist die Kurve ganz anders. Jo. Mal sehen, ob wir noch ein schönes Motorrad kriegen oder Auto. Ah, boah. Der Arme. Was ist das denn? Oh. Autsch. Und das nennen die nun Fortschritt. Da fällt was ab. Vielleicht war sogar gut so, dass was abgefallen ist. Ah. Ah, der sieht sehr gut aus. Aber der ist oben ziemlich. Den Schwerpunkt ziemlich weit oben, ja, sag ich doch. Oh, der schleift vom Boden. Oh. Boah, der eine. Oh. Der fällt schon wieder auseinander. Ah, die blaue Spitze hier gefällt. Na, seid doch. Die bricht in das Genick, oder? Ah, oh. Jetzt hängt der gerade in der Luft. Was ist das schon wieder? Ach, der hat wieder so einen hohen Schwerpunkt. Na, sieht man wieder. Ach, hier geht es wieder ein bisschen bergab. Hängen geblieben. Na gut, genug des grausamen Spiels. Dann wünsche ich allen einen schönen Tag noch. Wieso sage ich das überhaupt? Das ist doch gar kein offizielles YouTube-Video. Das ist ja nur eine Antwort. Na egal, habe ich überhaupt am Anfang gesagt, hallo Leute, hallo YouTube? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Seht ihr mal, ich lasse langsam nach. Bestimmt geht es mir dann auch hier bald so, dass denn meine Kurve dann im Kopf auch runtergeht. Na gut, dann sage ich euch trotzdem einen schönen Tag noch. Ich kann mir dieses grausame Gehumpel und Gewackel nicht mehr angucken.